Servus, hallo und herzlich willkommen beim Holzbastler. Heute endlich mal wieder mit einem Bauvideo. Ich baue mir heute einen kleinen Beistelltisch, beziehungsweise eigentlich ist es die Tischplatte dazu, weil die Beine sind fertig. Aber ich brauche einen kleinen Beistelltisch für mein Büro. Und deswegen habe ich mir gedacht, wäre ja blöd, wenn ich mir den nicht selber baue. Ich habe mal wieder diese Eichenbohlen genommen, die ich habe. Die sind sehr, 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 sehr dick. Deswegen, so dick brauche ich ihn nicht. Ich trenne die dann alle auf. Aber das Erste, was man machen muss, wenn man solche Bohlen hat, ist, man muss erstmal eine saubere Kante schaffen. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal an und hobeln uns die ersten Teile zu. Ich mache das Ganze natürlich hier an meiner abrichtigen Hobelkombi. Aber wenn ihr sowas nicht habt, mit so einer Raubank könnt ihr das alles ganz, ganz einfach per Hand machen, ist halt einfach unheimlich anstrengend. Die Dinger kriegt ihr für wenig Geld bei eBay in gutem Zustand. Man kann sie sich dann ein bisschen aufbereiten. Ja, und dann tut's das mit Sicherheit auch. Ich habe jetzt was beim Hobeln gesehen, wo man vielleicht ein bisschen drauf aufpassen muss, wo ich vielleicht was dazu sagen kann. Und zwar, wenn ihr euch hier das mal anschaut, dann seht ihr, das ist genau der Kern des Baums, also die Mitte. Da sieht man richtig genau diese, ja, halt die Mitte. Ja? Kernholz. Und was man da auch sieht, das bricht hier oben schon so ein bisschen auf. Das werde ich später eh nicht benutzen. Wenn ich jetzt beim Hobeln aber das Ding drin lasse, dann hobel ich die ganze Fläche hier und hobel mir unter Umständen mehr weg, als eigentlich sein müsste. Das heißt, was ich euch damit sagen will, ist, wenn ihr schon sowas macht und ihr merkt, dass so Sachen drin sind oder so Erhebungen, wo ihr sagt, ja, das kommt dann eh weg, dann schneidet es vorher weg, weil dann hat man danach nicht den Ärger damit. Wir haben jetzt also an alle Teile so einen schönen rechten Winkel da rangehobelt. Und jetzt muss ich die Teile auftrennen. Das Auftrennen, da habe ich immer ein bisschen Angst davor, weil ich mache es jetzt mit meiner Monster-Bandsäge hier, aber bei einer Bandsäge hast du halt immer, gerade wenn es längere Teile sind, hast du immer so ein bisschen das Risiko, dass der Schnitt einfach verläuft und dass ich dann ein Teil habe, das, also ich bräuchte 2x21 mm. Ich gehe schon davon aus, wenn ich 18 habe, was übrig bleibt, dann bin ich schon glücklich. Aber das Risiko ist halt, dass ich dann auf der einen Seite 14 habe und auf der anderen Seite den Rest. Das wäre blöd. Jetzt habe ich natürlich noch die Möglichkeit, dass ich das einfach an der Tischkreissäge auftrenne. Aber es ist halt einfach, also ich meine, das ist Eiche. Und das ist halt einfach extrem viel Kraft, die Tischkreissäge dazu braucht. Und ich glaube eigentlich, dass so eine Bandsäge das bessere Instrument dafür ist. Naja, ich probiere es halt jetzt einfach und dann schauen wir mal, ob es was wird. Also, die gute Nachricht ist, es ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Die schlechte Nachricht, wie lange denkt ihr, dass das jetzt gedauert hat? Ich sage es euch, ungefähr eine Stunde. Warum? Weil, naja, ich weiß nicht, ob das auf dem Video gesehen hat. Ich war total schlau. Ich habe gedacht, ich säge, dann ziehe ich es wieder zurück, weil ich die Kamera umstellen wollte.
Das Problem ist aber, wenn du Bandsäge zurückziehst, dann ziehst du das Band runter. Das weiß ich jetzt auch. Ja, hätte man sich ja denken können. Auf jeden Fall hat es mir jetzt das ganze Band zerlegt. Jetzt musste ich alles wieder drauf machen. Dann musste ich die ganze Bandsäge wieder einstellen, musste halb auseinanderbauen, musste wieder zusammenbauen. Das war irgendwas Größeres. Naja, aber auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal ein richtig, richtig tolles, schönes Brett, so wie ich mir es vorstelle. Und die tue ich jetzt mir alle auseinandersägen und dann gleich hobeln. Wie immer, hobeln ist eine relativ aufwendige Sache. Es dauert auch mit der Maschine länger, als man sich das vorstellt. Und wenn ich das mit der Hand hobeln hätte sollen, puh, ganz ehrlich, wäre fast ein wenig schwierig gewesen. So, also, jetzt können wir aber endlich anfangen mit Verleimen der Tischplatte. Jetzt soll die ganze Tischplatte aber nicht rechteckig werden, sondern die soll dreieckig werden. Und ich möchte dann noch so, ich glaube, das heißt Frankfurter Kante ranmachen, also so eine flache Kante an die Platte. Und das Dreieckige soll eine Schenkellänge von 80 cm haben. Und das ist ja nichts einfacher, als sich einfach da so einen Meterstab hinzulegen. Und dann kann man sich das nämlich mal ganz grob schon mal vorher anzeichnen, wie man es verleimen will. Und hat dann im Nachhinein vielleicht noch 2, 3 Bretter übrig, die man für was anderes verwenden kann. Das Dreieck mache ich mal logischerweise drauf, dass ich danach wieder weiß, wie die Bretter zusammengehören. Und jetzt schneide ich mir aber erstmal grob, das war jetzt ein bisschen dumm, ich schneide mir jetzt erstmal grob von den Brettern was weg, damit ich nicht alles verleimen muss. Richtig anzeichnen, was ich wegschneide. Also hier und hier und hier. Hätte er einfach mal vorher drüber nachdenken können, da hätte man sich jede Menge Hobelei gespart. Weil wenn ich da was wegschneide, kann ich das logischerweise da oben ja an die Spitze wieder ranlegen. Und das habe ich jetzt alles übrig. Also was heißt übrig? Ich meine, da kann ja fast noch einen Tisch draus bauen. Ja, wenn euch was einfällt, was man mit dem Holz macht. Nein, ich will es nicht verschenken, sondern ich möchte so die ein oder andere Idee vielleicht. Bitte gerne unten in die Kommentare. Das Ganze will ich jetzt natürlich nicht einfach nur so zusammenleimen, sondern ich möchte es so ein bisschen vom Verrutschen schützen. Und das macht man halt am besten mit Lamellos oder halt Flachdübeln. Und die mache ich mir jetzt rein, die Flachdübel, dass ja, das halt schön ist. Hat man mittlerweile angewöhnt, bevor ich es verleim, erstmal alles trocken zusammenstecken. Und meistens, wenn ich sogar so schlau rede, versaue ich es danach trotzdem. Das schaut aber alles schon hervorragend aus. Hey, wir haben tatsächlich, habe ich es wieder geschafft, dass ich irgendwas versaut habe. Wie gibt's denn das? Wieso habe ich denn da alle 3 Dübel irgendwie an der falschen Stelle? Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Ich habe doch die Bretter nicht umgedreht, oder? Das passt nicht.
das passt. Das passt das eine Ding nicht. Aber deswegen zusammenstecken vorm Verleimen, weil jetzt ist es ja noch kein Problem. Weil jetzt kann ich einfach hergehen und mach die Dinger halt woanders. Mach's nochmal. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Aber irgendwas werde ich falsch gemacht haben, weil ansonsten geht's ja passen. Also machen wir jetzt einfach da zwei neue rein. Keine Ahnung. Also offensichtlich habe ich tatsächlich das eine Brett beim Dübel reinfräsen umgedreht, weil es von der anderen Seite gepasst hätte. Aber ich meine, deswegen, ich habe es extra gesagt, deswegen bitte vorher ausprobieren, ob alles funktioniert. Naja, ich verleime das jetzt so, das filme ich nicht, weil Leim ranschmieren ist nicht spektakulär, wie auch alles andere, was ich hier mache. Und, nee, aber ich habe dann Stress, wenn ich es filme, deswegen mache ich es ohne Filmen. Alles prima verklebt, hat super geklappt. Jetzt muss es erstmal trocknen. Während der Zeit, wo es trocknet, möchte ich euch ganz kurz ein bisschen was in eigener Sache noch sagen. Also so, ich mache ein bisschen Werbung, weil die meisten von euch wissen ja, dass ich Versicherungsmakler bin. Das heißt, Versicherungsmakler heißt, ich bin nicht bei einer Gesellschaft irgendwo angestellt, sondern ich vergleiche für meine Kunden verschiedene Versicherungsgesellschaften und schaue halt, was ist das Beste für den Kunden jetzt gerade und das ist mein Job, den ich so hauptberuflich mache. Und ich kriege immer wieder Anfragen von den ein oder anderen Zuschauer. Wie ist denn das? Wie läuft denn das? Kann ich mich da einfach bei dir melden? Ja, ist grundsätzlich so, Beratung ist kostenlos. Das heißt, ich packe euch mal unten einen Terminbuchungslink rein. Wir machen das alles über Online-Beratung. Das heißt, es ist scheißegal, wo ihr in Deutschland sitzt, solange ihr einen PC habt und vielleicht eine Kamera dran und ein Mikrofon, dass man Online-Beratung machen kann, können wir uns da einfach mal unverbindlich unterhalten. Kostet nichts. Bucht einfach einen Termin unten in der Videobeschreibung. Habe ich euch den Link reingepackt. Das war's schon. Mehr ist gar nicht mit Werbung. Ich habe das jetzt eine Stunde lang trocknen lassen und habe es wieder ausgepackt. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe jetzt einfach nur mit einem Stecheisen den Leim ein bisschen abgenommen. Ich habe es aber noch nicht gesägt, weil ich noch ein bisschen Angst habe, ob es schon stabil genug ist. Naja, wahrscheinlich schon. Sagt mir mal, wie seht denn ihr das? Wie lange sollte man warten, bis man jetzt daran weiterarbeitet? Keine Ahnung. Also ich habe jetzt erstmal ein bisschen was aufgezeichnet hier. Und zwar einmal das Dreieck. Ich zeige es euch gleich nochmal. Ich weiß nicht, ob man meine Gemälde jetzt gut erkennen kann, aber also das sind die Linien vom Dreieck. Wichtig, beim gleichschenkligen Dreieck sind die Winkel hier oben 60 Grad. Das habe ich mal einfach an meiner Winkellehre hier eingestellt. Ich habe so eine digitale, verlinke ich euch unten. Es ist halt einfach schön, weil du das einfach einstellst und ablesen kannst. Und dann habe ich mal hier noch ein paar Bohrpunkte markiert. Und zwar sind die für diese Beine, die ich mir dazu bestellt habe. Auch die verlinke ich euch natürlich unten. Das sind jetzt 40 cm hohe, weil ja, ich habe mir gedacht, das wird schon so ungefähr passen. Genau, so, da bohre ich mir die Löcher jetzt erstmal vor. Das mache ich noch vorm Sägen und dann säge ich. Na, es wird schon gut gehen, hoffe ich. Wird schon nicht auseinanderfallen jetzt gleich. So, und warum bohre ich mir die Löcher jetzt schon vor? Naja, einmal, um noch ein bisschen Zeit zu schinden. Und auf der anderen Seite, danach will ich es ja schleifen erstmal. Oder schleife ich es dann schon? Naja, auf jeden Fall fürs Schleifen will ich die Löcher vorgebohrt haben, weil ja der Stift weg ist. Aber ich weiß noch nicht genau, schleife ich es jetzt tatsächlich erst oder mache ich mal erst die Kante ran? Das überlege ich mal gleich noch. Will zu dem Thema, wie viel hält es aus? Also das ist ja wirklich ein kleines Stück, wo da hier nur verleimt ist und es war jetzt wirklich 2 Stunden. Also es hält ganz gut. Ich denke, an der kleinen Klebefläche hat es jetzt so gut gehalten. Machen wir um den Tisch keine Gedanken.
Natürlich sollen die Ecken jetzt nicht so spitz sein, dann schaut es ja aus wie ein Verkehrsschild. Deswegen, also ich möchte die Ecken abgerundet haben. Wie mache ich jetzt die Ecken am sinnvollsten rund? Ich habe mir das so überlegt, ich habe mal mit einem Kreisschneider einfach aus so einem Stück Multiplex so einen schönen Kreis ausgesägt. Den lege ich mir dann da an, spanne den fest und gehe dann einfach mit der Fräse und einem Bündigfräser einmal darum. Das ist auf jeden Fall mein Gedanke. Ob das so funktioniert, das werden wir sehen. Aber ich habe jetzt als erstes schon mal mir das hingelegt und habe mir diese Rundungen angezeichnet, weil das Grobe säge ich jetzt logischerweise erstmal mit der Bandsäge weg und dann gehe ich mit der Fräse lang. Ja, dann schauen wir, ob das funktioniert. Das hat hervorragend geklappt. Sau gut, saubere Ecken, sehr schön. Bevor ich jetzt schleife, weil ich vorhin gesagt habe, ich schleife gleich, nee, schleife noch nicht. Ich mache jetzt erst die Kante. Ich habe ja gesagt, es soll eine Frankfurter Kante werden. Ich glaube, dass die so heißt. Ich hätte sie ja mal googeln können, ist egal. Und die Frankfurter Kante ist so, dass von der Oberfläche her die Kante ganz, ganz dünn ausschaut, also die Platte ganz dünn ausschaut, weil sie ganz flach angefasst ist. Das heißt, ich bräuchte hier eine ganz langgezogene Phase. Jetzt ist aber die ganze Platte hier ja ohnehin nicht sehr dick. Ich glaube, ich bin jetzt bei 16, 17 mm rausgelaufen und ich fände es jetzt übertrieben, da so eine flache Kante ranzumachen. Mal davon abgesehen, weil ich überhaupt nicht weiß, wie ich sie genau machen sollte. Wäre mir jetzt zu kompliziert. Also ich nehme jetzt einfach den 45 Grad Fräser und fräse da. Ich lasse ein Stück stehen an der Oberseite und den Rest fräse ich jetzt auf 45 Grad. Dann macht es von außen trotzdem den Eindruck, ist aber halt jetzt keine so richtig langgezogene Kante. Macht aber ja nichts.
Und jetzt sind wir schon in der Warteecke hier von meinem Versicherungsbüro und ich finde, dass das kleine Tischchen hier extrem gut hinpasst. Der Boden ist auch Eiche-Parkett, von daher deckt sich das sehr, sehr gut. Der Farbton ist auch der gleiche, also von daher, ich bin sehr glücklich damit. Eine Sache, ich wollte eigentlich noch, ursprünglich wollte ich, dass diese Kanten hier nicht so schnurgerade sind, sondern so gebogen sind, also dass das wie so... Naja, halt, dass es keine wirklich exakt gerade Kante ist, sondern dass die so geschwungene Kanten da dran sind. Aber ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie ich die sauber machen soll. Vielleicht fällt euch da was ein. Ich glaube, der Truppe hatte mal in irgendeinem Video, vor vielen Jahren hatte er mal so Teile vorgestellt, die man so biegen kann, wo man dann freie Radien biegen kann. Ich glaube, sowas wäre vielleicht das Beste dafür gewesen. Also, nichtsdestotrotz, ich bin glücklich damit. Ja, ich wünsche euch viel Spaß, bis zum nächsten Mal, alles Gute, euer Holzbastler.